Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Wie ihr bereits seht, es geht heute um Krisenvorsorge. Nicht nur um Licht, sondern auch um Kochen. Und um Messer, in Klammern Multitools. Denn es geht um die günstigste Variante, die es gibt und die teuerste. Und welche für euch die beste Variante ist, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Ein vernünftiger Kocher kann euch das Überleben sichern, weil Wasser, ihr wisst ja, Wasser ist einer der wichtigsten Ressourcen, die ihr zum Überleben braucht. Es gibt viele Großstädte und nicht jeder hat die Option, rauszugehen in die Natur, sonst würdet ihr euch dort draußen alle gegenseitig treffen. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dort draußen zu kochen. So, wie ihr bereits hier auf dem Tisch seht, das geht hier teilweise um Messer oder halt um Ausrüstungsgegenständen, die euch das Leben draußen oder halt zu Hause erleichtern. Nicht jeder von uns hat einen Dosenöffner und deswegen empfehle ich meistens auch immer ein Multitool. Ich benutze hier das Multitool von Leatherman und es kann sich halt nicht jeder so ein teures Multitool leisten. Deswegen teste ich auch nebenbei ein Multitool von Miltec. Ein einfaches Multitool reicht aus, solange ihr damit halt die Dosen auch öffnen könnt. Nicht nur zu Hause, sondern auch für unterwegs. Deswegen empfehle ich immer ein Multitool. Dort ist ja eine Zange dran, ein Messer, ein Dosenöffner, eine kleine Säge und so ein Multitool erleichtert euch, egal wo ihr seid, halt das Leben. Ihr könnt auch mit der Zange zum Beispiel in Survival-Situationen aus Dosen kleine Behältnisse bauen, womit ihr dann euer Wasser abkochen könnt. So, und damit könnt ihr halt mit der Zange dann oben den Rand zum Beispiel, den ihr abgeschnitten habt, umbiegen, falls ihr daraus trinken wollt, dass ihr euch damit die Lippen zum Beispiel nicht aufschneidet. Eine Säge kann man immer gebrauchen, um halt ganz kleine Äste abzusägen, zum Beispiel um am Lagerfeuer mit einem Spieß halt zu grillen. Man kann halt mit einem Multitool viel machen, viel mehr als wenn ihr zum Beispiel jetzt nur ein großes Messer dabei habt. Da kommen wir jetzt zu. Es ist immer wieder zu sehen, dass viele mit einem riesen Messer in der Wildnis rumlaufen und sagen, ihr braucht das Allrounder. Dieses Messer ist von Rein Rossmann. Ja, es ist gut. Ich habe es auch getestet. Nicht so, wie der eine oder andere sich das vorgestellt hat. Aber ein gutes Messer ist natürlich unbedingbar, natürlich draußen. Aber ein Multitool macht das auch. Es sei denn, ihr wollt damit Holz spalten oder was auch immer. Dann ist das hier dafür eher geeignet, weil ein Multitool würde kaputt gehen. Ja, das Rene Rossmann Messer, das kann ich empfehlen. Wie ihr seht, ich habe es eingeölt. Es kann man wunderbar für alle möglichen Sachen nutzen. Gut, das hier ist sozusagen mein Hauptmesser und mein Backup-Messer ist dann halt vom Multitool. So, ja, eine Zeit lang bin ich halt rumgelaufen mit einem Taschenmesser. Und zwar habe ich damals ein Taschenmesser gewählt, was auch alle Funktionen hat wie ein Multitool, außer dass das hier halt keine Zange hat. Im Grunde genommen hat es dann auch alles, was ein Multitool hat, ne? Eine Hauptklinge, eine Säge und Dosenöffner, das Thema Dosenöffner. Ja, die fällen da hinten ein paar Bäume, das sollte euch eigentlich nicht stören. Genau, Dosenöffner, wir haben hier zum Beispiel auch einen Schraubenzieher und das reicht vollkommen aus, auch bei so einem kleinen Taschenmesser. Okay, das war ein großer Baum. Ich habe hier natürlich, wie ihr das alles gesehen habt, alles hier in schwarzer Optik, alles mit schwarzer Klinge, alles für den taktischen Bereich, dass man einen zum Beispiel aus 20 Meter Entfernung im Gebüsch nicht sieht. Wenn ihr zum Beispiel ein Messer dabei habt, wie das große, was gerade sehr geglänzt hat, oder halt ein Taschenmesser, was orange auffällig ist, oder halt diese glänzende Klinge, dann ist klar, dass man damit zum Beispiel, wenn man im Busch unterwegs ist, sich damit verrät. Aber für den Alltagsgebrauch ist es natürlich gut, weil orange sieht dann natürlich schneller am Fußboden, als wenn ihr zum Beispiel ein schwarzes Messer dabei habt. So, auch dieses Messer hat soweit nur drei Funktionen. Das würde ich zum Beispiel für die Jagd mitnehmen, für die aktive Jagd, wenn ich unterwegs bin, weil es hat nur drei Sachen, die ich brauche. Zum Beispiel
eine Aufbrechklinge, damit das einfacher geht, ne, aufzubrechen. Wo ich eigentlich immer drauf achte, ist eine Säge. Ja, alle meine Sachen haben meistens immer dieselben Eigenschaften. Sie haben eine Hauptklinge, sie haben eine Säge dabei und meistens immer einen Dosenöffner. Das sind so die Sachen, die ich empfehle. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, ja, Kochen. Diese Ausrüstungsgegenstände helfen dir zum Beispiel, an eine Dose ranzukommen, die keine Aufreißlasche hat. Und ja, dann hast du die Dose auf und die meisten Dosen, also die meisten Sachen brauchst du ja gar nicht kochen, die kannst du ja auch kalt essen. Auf jeden Fall, Kochen ist wichtig, um nicht nur Wasser abzukochen, um es genießbar draußen zu machen, wenn zum Beispiel ein Strom ausfällt und keine Wasserleitung mehr wirklich funktioniert, weil die auch alle mit, ja, Strom sozusagen laufen, dass da mit Druck halt durch die Leitung geschossen wird. Ja, um jetzt zum Beispiel die richtige Wahl des Kochers zu wählen, gibt es hier unterschiedliche Kocher. Ich will nicht sagen, der eine oder andere ist besser und kauft euch den unbedingt. Nein, das entscheidet ihr am Ende ganz einfach von alleine. Ich stelle euch hier einfach mal ein paar Sachen vor. Für den, ich sag mal, günstigsten Preis, den es mittlerweile gibt, gibt es einen sogenannten Spirituskocher. Das ist einfach nur so ein Behältnis, da kippt man, wie gesagt, Spiritus rein und dann kann man das anzünden. Und hier sind zum Beispiel auch bestimmte Löcher, wo nachher die Flamme hochkommt. Und wenn es eine bestimmte Temperatur erreicht hat, dann brennt das auch ganz gut. So, das kann man hier in dieser Halterung halt reinstellen, damit es halt nicht so umkippt und damit man halt oben den Topf drauf macht. Ja, um das wieder auszumachen, gibt es halt diesen Deckel. Ja, und dann kann man das, wenn es abgekühlt ist, wieder verschließen mit dem Deckel und den Rest Spiritus somit transportieren. Und zwar ist das hier auch noch wasserdicht, also wunderbare Geschichte und eine der einfachsten Sachen, um zum Beispiel sich sein Essen warm zu machen. Wie gesagt, auch hier kann man im Notfall bei dem nicht nur Spiritus reinmachen, zum Beispiel alles, was brennt wirklich, kann man hier reinkippen und naja, es brennt und es ist eine ganz einfache Funktion. Also das hier ist eigentlich fast für jedes Szenario gedacht. Dann kommen wir mal jetzt zum Gaskocher. Ja, wir haben hier einen Gaskocher. Es gibt nur bestimmte Kartuschen für diesen Hersteller. Deswegen solltet ihr euch dort einen kleinen Vorrat zulegen. Gas hat leider die Eigenschaft, dass es im Winter halt ja nicht wirklich brennt. Es will also nicht wirklich hochkommen, die Flamme. Sodass ihr halt eine sehr schwache Leistung habt und 3 oder 5 Mal so lange warten müsst. Aber ansonsten ist es eine schnelle Geschichte. Das hier hat sogar so eine Piet-Zündung. Das heißt, ich kann das hier einfach aufdrehen, drücke ich rauf. Oh, und es geht doch noch. Der stand jetzt eine längere Zeit im Camp, im Tipi und war ja seit fast ein halbes Jahr nicht an. Wie gesagt, hier braucht ihr kein Feuerzeug, wenn ihr das mit so einer Piet-Zündung macht. Und ihr habt eigentlich alles in diesem Behälter. So. Und wenn Gas alle ist, ist Gas alle. Da braucht ihr dann eine Kartusche zum Beispiel, um die einmal zu tauschen. Ist eigentlich auch eine sehr gute Geschichte, wenn man mal schnell draußen zum Beispiel ja, sich was Warmes machen will. Wie gesagt, je kälter es ist, desto schlechter ist die Wärmeleistung und desto länger dauert es, bis ihr euer Wasser oder eure Suppe oder was auch immer warm habt. Ja, das sind so die beiden Geschichten, wo es etwas länger dauert, bis das Wasser oder die Suppe warm ist. Dann gibt es auch eine Alternative. Ihr könnt auch sowas hier kaufen. Also das hier ist eigentlich nur das Behältnis für den Spiritus oder was auch immer für eine Flüssigkeit, die brennt. Und das hier ist der eigentliche Kocher. Auch hier, das ist ein Multifuel, muss man sagen. Auch hier könnt ihr eine Gaskartusche anschließen mit einem so einem Butan-Gemisch. Damit könnt ihr auch im Winter dann locker kochen. Das verliert auch nicht die Wärmeleistung. Ihr solltet hier allerdings darauf achten, die Düse, jetzt habe ich es, die Düse anpassen. Einige Düsen haben eine größere Öffnung. Das ist zum Beispiel für alles dann, damit das leichter durchkommt und nicht verstopft. Und dann habt ihr noch natürlich eine Düse, die ist etwas kleiner und schmaler. Zum Beispiel dann für Reinbenzin oder halt für das Gasgemisch. Das ist ganz einfach. Ihr schließt das einfach an und könnt eigentlich auch schon fast loslegen. Allerdings ist hier die Handhabung etwas, ja, viele würden sagen komplizierter. Ich würde sagen, man muss es sich nur einmal einprägen und öfters mal verwenden. Dann ist das auch ganz einfach. Ja, im Großen und Ganzen
Lohnt es sich aber, weil ihr hiermit euer Essen innerhalb von 2 Minuten zum Kochen bringen könnt. Wo ihr allerdings bei den anderen Kochern bis zu 10 Minuten warten müsst oder sogar 15 Minuten. Wie gesagt, das hier ist eine ganz schnelle Geschichte. Vom Preis-Leistung her ist das aber auch eine sehr teure Geschichte. Im Nachhinein allerdings spart ihr eine Menge Geld, wenn ihr erstmal ja, kostengünstig hier sozusagen hiermit brennt. So. So, wir kommen dann auch mal zur Verwendung der einzelnen Kocher. Und zwar möchte ich nicht einfach die Kocher anmachen, sondern ich möchte mir dabei noch einen leckeren Kaffee oder vielmehr einen leckeren Kakao-Kaffee machen. So, und dazu verwende ich ganz einfach mal den allerersten Kocher, damit ihr einfach sehen könnt, wie dort die Flammbildung ist und was ich eigentlich damit meine, dass es etwas länger dauert zu brennen. So, ich würde sagen, wir starten auch ganz einfach mal mit dem allerersten Kocher. Ja, ich zeige euch mal, wie die Funktion eigentlich ist. So, dafür nehmen wir einfach den Deckel hier ab und drehen das Ganze nochmal auf. Jetzt braucht ihr nur einen Feuerzeug. Das hier ist auch von Primus. Das hat halt hier so einen kleinen Schnabel, sage ich mal, dazu. Somit verbrennt man sich nicht bei so einem ganz normales Feuerzeug, wo die Flamme halt nach oben rauskommt. Das heißt, auch hier habe ich ein bisschen Abstand einmal zu meinem Objekt und kann ganz einfach dann hier das Ganze entzünden. So, jetzt ist es schon an, das sieht man jetzt aber allerdings nicht so. Aber je länger es brennt, desto eher würdet ihr die Flamme nachher sehen. Man spürt auch schon die Wärme und wir lassen es jetzt ganz einfach mal etwas köcheln, weil noch brennt nur das in der Mitte. Es dauert einige Zeit, bis es von außen halt anfängt zu brennen. Wie ihr hört ja fast gar nichts und wie gesagt, das hier ist sozusagen das Leiseste, was ihr machen könnt draußen in der Natur. Es macht so gut wie keine Geräusche. Ja, das ist die einfachste Variante, sich jetzt sein Essen zu kochen. Da müsst ihr allerdings immer darauf achten, dass ihr eine gerade Fläche habt und dass der Topf halt nicht wirklich umkippt draußen, weil wenn dieses Flüssige erstmal auskippt und die Flamme halt noch dran ist, dann habt ihr ein kleines Problem. Ich empfehle auch immer einen Deckel für den Topf dabei zu haben, weil man damit auch hier Energie spart, weil sich die Wärme da drin schneller bilden kann und somit ihr auch schneller kochendes Wasser habt, wie wenn ihr ohne Deckel kocht. So ein Titantopf hat Vorteile. Und zwar kann sich dort die Wärme, also die direkte Wärme von unten übertragen. Der Nachteil ist allerdings, dass dort auch Essen sehr schnell verbrennt. Ihr müsst also ständig umrühren. So löscht man das Feuer ganz einfach. Zack. Ja, man erstickt es sozusagen. Ihr könnt es jetzt hochmachen und seht, keine Flamme. Jetzt würde ich das Ganze allerdings etwas weiter wegschieben und einfach mal abkühlen lassen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Den Gaskocher. So, wie gesagt, bei dem Gaskocher braucht ihr zum Beispiel kein Feuerzeug. Ihr habt hier ganz einfach die, ja, Pitro- oder Piet-Zündung, sage ich immer dazu. Und das lässt sich ganz einfach durch diesen Elektro-Dings ja, entflammen. Ihr braucht einfach nur das Gas aufdrehen und dann einfach raufdrücken. Und ihr habt schon eine Flamme, ohne ja, das Feuerzeug dabei zu haben, weil der eine oder andere vergisst ab und zu mal das Feuerzeug. Dann kommen wir mal zu den Vorteilen von so einem Gaskocher. Ihr könnt hiermit die Temperatur regeln. Das heißt, wenn ihr Essen kocht, könnt ihr die Flamme etwas tiefer setzen und wenn ihr halt schnell Wasser aufkochen wollt, könnt ihr auch hier richtig Gas geben. So, das kann man allerdings bei dem anderen Kocher nicht. Dort haben wir stetig eine Flamme und stetige Temperatur, die halt hochkommt und ja, das einzige Regelwerk, was wir bei dem anderen haben, ist das hier. Das können wir halt so leicht verschieben, sodass die Flammen halt hier ein bisschen durchkommen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist das ja, ist nicht gut. Wie gesagt, ansonsten gibt es keine andere Möglichkeit, bei dem anderen die Temperatur zu regeln. Bei dem ist es ganz einfach. Hier dreht ihr ganz einfach hoch oder runter. So. Auch hier, wenn ihr den raufstellt, dann sieht man die Flammen so gut wie gar nicht. Drehen mal hoch, soweit wie geht.
Auch das Geräusch hier ist etwas lauter, aber nicht so laut, dass man sagt, hey, da ist jemand und kocht gerade im Wald, ja, seine Suppe. Von der Temperatur würde ich sagen, ist es etwas heißer als bei dem anderen, weil hier kommt das Gas ja richtig rausgeschossen. So einer geht natürlich schneller. Das Tarnmuster, was hier dran ist, ist auch nur aufgeklebt. Das ist halt nur so eine Folie, das kann man im Notfall auch wegschneiden, aber das sah eigentlich ganz schick aus. Ja, und so sieht das Ganze aus, wenn der Topf draufsteht. Und wie ich sehe, kocht das Wasser auch schon, weil es schon vorgewärmt worden ist von dem anderen Kocher. Oh, heiß! Jetzt haben wir das Problem, dass wir auch hier die Flammen nicht sehen und bei dem ganzen Topf, der ganze Topf weiß wird. Ich würde sagen, wir drehen einfach erstmal runter. Meine nächste Empfehlung wären jetzt Lederhandschuhe. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt komplett Lederhandschuhe tragen. Es reicht vollkommen aus, wenn ihr hier vorne auf der Handfläche Leder habt. Weil wenn ihr denn einen Titantopf habt, einen Aluminiumtopf, was auch immer für einen Topf, der halt auch diese Metallgriffe hat, dann kann es immer sein, dass ihr euch daran verbrennt. Und deswegen habe ich immer Handschuhe dabei, die eine Lederfläche haben. Weil durch Leder kommt das halt nicht so schnell durch und ihr könnt halt damit auch ganz einfach den Topf von A nach B transportieren. Lederhandschuhe, ganz wichtig. Ja, wie gesagt, dort gehen auch die alten Bundeswehrhandschuhe, die Kampfhandschuhe, die haben ja auch innen drin die Lederfläche oder halt diese Fliegerhandschuhe aus Leder. Hauptsache Leder. Hier braucht ihr sehr, sehr viel Zeit. Könnt es kaum regulieren, also ihr könnt es schon regulieren, ist aber ein bisschen knifflig. Das hier nimmt mehr Platz weg, wenn Gas alle ist, ist alle. Ne? Da müsst ihr die Kartusche tauschen, bei dem anderen könnt ihr ganz einfach Spiritus, Diesel oder was auch immer reinkippen. Diesel würde ich in der heutigen Zeit nicht reinkippen, das ist sehr teuer geworden. Ach, kleiner Scherz am Rande. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingskocher. Das ist natürlich auch eine Granate, nimmt natürlich auch sehr viel Platz weg, gibt es auch in kleineren Flaschen und gibt es auch als kleinere, leichtere Version. Das hier ist ja vom Primus, der Omnifuel. Omnifuel heißt ja, kann alles kochen, was man so hat. Hier ist jetzt rein Benzin drin. Wie gesagt, ihr könnt auch Diesel reinmachen, wenn ihr dann das Geld dafür habt. Oder Gas. Also, wenn ihr unterwegs seid, zum Beispiel, ich sag mal ganz einfach Afrika, dann könnt ihr, egal was für einen Brennstoff ihr dort zur Verfügung habt, ne, aus dem Auto oder wo auch immer her, könnt ihr das hier reinkippen, braucht nur Pumpen, also hier. Ja, wie gesagt, diese Handhabung hier ist ein bisschen komplizierter bei dem hier. Ihr müsst ihn so hinlegen, dass ihr hier auf On kommt. Wenn er so rumliegt, ist er richtig. Wenn er andersrum liegt, dann ist er auf Off. Sieht man auch hier dann, das ist dann falsch rum. Das heißt, wenn ihr pumpt, dann dreht ihn so rum, dass oben on steht. Hier drinnen ist halt so ein Kolben und der ist halt leicht gebogen. Viele denken, oh, das ist ja voll schief und so. Der muss sein, der wird hier reingeschoben und liegt jetzt nach unten gerichtet in der Flüssigkeit. Und deswegen beim Pumpen wird das dann alles in den Kolben reingedrückt und dann müsst ihr halt diesen aufdrehen, wenn ihr das hier alles zu habt. So, wir drehen den auf, damit die Flüssigkeit, die ich mit Druck da drin aufgebaut habe, jetzt in das Rohr hier geht. Zack. Das läuft jetzt hier hinten zu dem Drehring und hiermit kann ich jetzt die Flüssigkeit rauskommen lassen. So, ihr habt es gerade gesehen, da ist gerade was rausgesprüht. Jetzt muss ich den vorwärmen, damit sich das nachher alles schön verteilt. So, auch hier empfehle ich natürlich, holt euch ein Feuerzeug, was diese kleine Schnauze hier hat, damit ihr nicht zu nah an sowas ran müsst. Genau, wir müssen jetzt vorwärmen. Und dabei drehen wir den hier auch wieder zu. So, wenn die Flamme runtergeht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ihr den auch schon hier aufdrehen könnt. Jetzt ist er ziemlich laut, aber es ist wie ein Düsentriebwerk, was richtig viel Wärme erzeugt. Und wenn ich den Topf jetzt raufstelle, dann dauert das ungefähr normalerweise 1,5 bis 2 Minuten und dann habe ich kochendes Wasser. Dieses Wasser hier drin ist schon vorgewärmt, deswegen kocht es auch innerhalb von Sekunden hier. Aber ihr könnt hiermit halt Power geben
und wie ihr hört, es ist wie ein Düsentriebwerk. Das Prinzip ist auch ganz einfach. Wie gesagt, es ist erstmal erwärmt und dann wird es hier rausgesprüht durch die Wärme, die sich dort drin erzeugt hat. Und dann verteilt es sich und man spart mehr Energie als mit den anderen Sachen. Also, im Anfangspreis ist das Ding richtig teuer, aber im Nachhinein, je öfter man es benutzt, desto mehr macht es sich wieder bezahlbar. Im Gegensatz, wenn man immer wieder die Gaskartusche neu bestellen muss. Das Komplizierte hierbei ist halt der Vorgang. Man kann ihn auch nicht ganz einfach ausmachen wie ein Gaskocher, sondern man muss schon die Reihenfolge auch umgedreht einhalten. Wenn man das nicht macht, dann kann er natürlich verstopfen. Vorteil bei dem ist natürlich, dass er innerhalb von, man sagt von Sekunden, von 180 Sekunden oder wie auch immer, man das Wasser, also ungefähr 300 Milliliter, um einen Kaffee zu kochen, hoch pushen kann, also kochen kann. Und von daher, er hat seine Vorteile, er hat seine Berechtigung, weil den kann man auch mit auf die Berge nehmen und auch dort verwenden. Was bei den anderen wieder schwierig ist, wegen den hohen Luftdruck. Ja, bei Gas sowieso und bei Kälte auch. Hier, den kannst du auch selbst bei Kälte verwenden. Ja, jetzt kommen wir mal dazu, ihn auszumachen. Das ist auch wieder ein bisschen komplizierter. So, wir können ihn jetzt nicht einfach ausmachen. Dann würde die Leitung irgendwann verstopfen und ich müsste ihn immer wieder reinigen. Weil hier ist jetzt noch Druck auf der Leitung drauf. Hier saugt er automatisch von unten den ganzen Sprit. Solange die ganzen Dinge auf sind, solange brennt das Ding auf. Das heißt, egal ob ich jetzt eine halbe Stunde koche oder so, das Ding brennt die ganze Zeit. Um ihn auszumachen, müssen wir den Kolben auf die andere Seite bringen, hier drinnen. Das heißt, jetzt ist er nach oben gerichtet und zieht kein Benzin mehr durch. Das heißt, alles, was jetzt noch in den Kolben ist, fließt hier durch diese Leitung und verbrennt rückstandslos. Ja, jetzt müssen wir einfach nur noch warten. Das heißt, auch beim Kochen könnt ihr das hier mit einplanen und die nächsten 3 Minuten oder 2 Minuten noch kochen. Jetzt geht er aus. So, jetzt ist der Druck raus. Jetzt kommt nur noch Luft hinterher und jetzt müssen wir hier dieses Ventil an der Flasche wieder zudrehen. Jetzt sind hier die Leitungsbahnen auch wieder frei. Das heißt, er hat hier auch alles durchgepustet, den Restbestand, der da drinne war. Und somit haben wir hier auch keine Wartung mehr und müssen das nicht halt reinigen. So. Ich lasse den Drehding hier meistens immer etwas auf, weil wenn ihr den komplett zudreht, ne, ist ja jetzt noch alles heiß hier, dann ist er irgendwann richtig fest und ihr kriegt ihn kaum wieder auf und der Verschluss geht kaputt. Deswegen lasse ich den immer auf, damit auch hier die letzten Gase rausströmen können, er sich gemütlich abkühlen lässt und dann, wenn er abgekühlt ist, könnt ihr auch hier den Drehverschluss wieder zumachen. Das ist leider ein sehr komplizierter Durchgang für den einen oder anderen, der sowas noch nie benutzt hat. Aber ihr könnt damit halt überall kochen und das innerhalb von Sekunden. So, ich werde mir jetzt noch einen schönen Kaffee gönnen. Und ja, das sind so kleine Empfehlungen eigentlich, auf die man achten sollte, wenn es darum geht, bei einer Katastrophe, bei einer Apokalypse, Stromausfall oder was auch immer, sich sein Essen noch warm zu machen oder zu kochen. Wie gesagt, ein Multitool könnt ihr eigentlich immer gebrauchen. Das empfehle ich euch dringend, so etwas zu holen. Vor allen Dingen, weil dort ein Dosenöffner dran ist, womit ihr halt, egal wo ihr seid, die Dose auch aufmachen könnt. Es gibt bestimmte Videos, da könnt ihr halt die Dose auch anders aufmachen, indem ihr die Dose halt auf dem Bürgersteig die ganze Zeit hin und her reibt, damit der Verschluss da dran aufgeht, also irgendwann weggereibt ist und dann locker aufgeht. Aber ich glaube, das wollt ihr nicht, weil ihr habt dann auch Dreck und so weiter. Viele würden dann sagen, ey, so ein Messer reicht doch vollkommen aus. Ziehen es raus, zack, öffnen es von oben einmal rum. Ne? Machen damit eventuell die Klinge so ein bisschen stumpf, aber Hauptsache die Dose ist auf. Bevor ihr das komplett primitiv macht, empfehle ich euch wirklich, ein Multitool zu besorgen mit einem Dosenöffner. Macht es euch einfach, so einfach wie möglich und saut nicht so viel rum. Die Nächte hier draußen sind immer noch kalt und die Frage ist, was macht ihr natürlich, wenn der Strom ausfällt? Ein vernünftiger Kocher kann euch das Überleben sichern, weil Wasser, ihr wisst ja, Wasser ist einer der wichtigsten Ressourcen, die ihr zum Überleben braucht. Holt euch erstmal einen vernünftigen Kocher,
dann von mir aus einen Schlafsack, aber ihr könnt euch auch in der Decke zu Hause reinkuscheln. Na, ihr habt das ja alles zur Verfügung. Aber wenn der Strom ausfällt, die wenigsten haben einen Kocher zu Hause, womit sie sich Nudeln oder was auch immer kochen können. Deswegen meine Empfehlung, die wichtigste Empfehlung überhaupt, holt euch einen Kocher, sei es ne, Spirituskocher, Gaskocher oder ein Allesbrenner. Kocher kann ganz schön wichtig werden, nicht nur beim Stromausfall, sondern egal wo ihr seid, ihr braucht immer eine warme Quelle. Und nicht jeder hat einen Grill zu Hause und kann einfach mal Kohle schnell ja, warm machen und dann da den Topf draufstellen. Ja, euren Brennstoff habt ihr ja überall, ne? Tote Äste und Hölzer. Aber es rußt, es dauert Ewigkeiten, es brennt und wenn es mal falsch brennt, dann brennt der ganze Fußboden. Da sind diese Sachen hier auch einfacher und nicht jeder geht raus in die Natur, um zu überleben später. Ne? Viele sind da auch zu Hause und wollen ganz einfach sagen, wenn der Strom ausfällt, dann will ich nicht raus in die Natur, Hölzer sammeln und daraus mein Essen kochen. Die sagen sich, ja, hier so ein Spirituskocher, den Piet empfohlen hat, ja, der ist ganz gut. Ich brauche nur Spiritus kaufen aus dem Supermarkt, kipp das da rein, zünde es an und kann so wenigstens meine Nudeln kochen oder halt mein Wasser abkochen. Ja, jetzt kriege ich wieder Kritik von den ganzen Buschquäftern, die da draußen sind und sagen, ey, mein Holzvergaser, der brennt immer. Ne? Wie gesagt, es gibt viele Wohnblocks, es gibt viele Großstädte und nicht jeder hat die Option, rauszugehen in die Natur, sonst würdet ihr euch dort draußen alle gegenseitig treffen. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dort draußen zu kochen. Wie gesagt, es kann ganz schnell zu einer Ausnahmesituation kommen. Es muss ja nicht innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen eine Apokalypse sein, nur weil der Strom ausgefallen ist. Auch andere Länder haben es geschafft zu überleben durch Hilfen von anderen. Deswegen sehe ich die ganze Situation mit Stromausfall, Blackout und so nicht so kritisch als jemand, der immer jede Woche ein Video rausbringt. Hier, ihr braucht das, das und das. Ne? Achtet einfach darauf, was habt ihr zu Hause, was braucht ihr unbedingt. Ja, ihr solltet im Hinterkopf haben, der Strom kann ausfallen. Und deswegen sehe ich Kocher zu einer der wichtigsten Sachen, die ihr braucht. Dann wollen wir mal zum nächsten Thema kommen, Licht. Weil wenn wir kochen wollen, dann heißt es ja nicht immer, dass es hell ist, am hellen Tag. Ne? Meistens hat man Hunger, wenn zum Beispiel dunkel wird. Und wenn man kein Licht hat, dann sieht man nichts und dann kann man den Kocher zum Beispiel kaum bedienen. Es sei denn, man weiß, wie der funktioniert im Dunkeln, also wenn man nichts sieht. Aber das wäre dann wieder Trainingsphase. Ich empfehle sowieso immer, Teelichter zu Hause zu haben, damit man halt dort eine sehr gemütliche Atmosphäre hat. Wenn man Tiere hat, empfiehlt es sich, dass man sich ein ja, Gehäuse holt, was rundum geschützt ist, zum Beispiel hier mit Glas. Achtet darauf, dass die Tiere, sei es Katzen oder Hunde, auch mit der Pfote nicht reinlangen können, weil so eine Verbrennung am Tier ist nicht schön. So, dann kommen wir zur nächsten Variante. Es gibt die sogenannten Petroleumlampen. Und ich finde die total klasse. Ich habe die hier in meinem riesen Tipi im Hintergrund auch immer drin. Das Gute ist, die brennen echt sehr lange. Die hier habe ich im Dauertest gehabt mit 18 Stunden. Der Hersteller sagt 20 Stunden. Aber das lag vielleicht daran, dass ich die Flamme etwas zu hoch hatte und der Verbrauch dementsprechend auch schnell verbrennt. Petroleumlampen. Einer der besten Erfindungen, finde ich, die die Menschen erfunden haben. Ich zeige euch auch, warum. So, man macht das ganz einfach auf. Wie gesagt, ihr braucht wieder ein Feuerzeug, was eine längere Schnauze hat. Geht natürlich auch mit einem normalen Feuerzeug. Aber wegen Verbrennungsgefahr ist dieses besser. Dann entzündet ihr einfach den Docht, der da drin ist. Wir machen das Glas einmal wieder runter. So, der Docht befindet sich in einer brennbaren Flüssigkeit und wir können den Docht mit Hilfe von so einem Drehrad nach oben schieben und somit die Lampe heller machen oder dunkler. So, die moderne Jugend kennt diesen Begriff mittlerweile unter Dimmen. Ne? Wenn man eine Lampe dimmen möchte, dann dreht man am Schalter und somit kann man das Licht entweder dunkler oder heller machen. So, deswegen finde ich diese Laternen auch viel besser wie so ein Teelicht, was ja, vor sich hin brennt. Hier kann man das Licht anpassen und wenn man möchte, brennt die länger als ein Teelicht. Wie gesagt, ein Teelicht brennt mittlerweile 4 Stunden, dann geht es aus. Es gibt mittlerweile auch die großen Teelichter, die brennen 8 Stunden.
Aber es ist immer noch kein Vergleich zu dem hier, der dann mal 18 oder 16 Stunden durchgehend brennt. Ja, auch hier haben wir ein geschlossenes Behältnis. Damit können wir auch rausgehen. Zum Beispiel, wenn es ein bisschen stürmischer ist oder windiger, dann geht das auch nicht gleich aus. Bei dem Teelicht bin ich mir da nicht so ganz sicher. Das ist allerdings für den Wohnungsbereich so, dass ihr da das Fenster aufhaben müsst. Diese Laterne ist von Miltec, ist eine günstige Laterne für um die 12, 15 Euro, glaube ich, liegt die. Viele haben zu Hause eine Taschenlampe. So, eine LED-Taschenlampe ist ganz gut. Wichtig ist allerdings, dass ihr die irgendwo aufhängen könnt und so gesehen darunter kochen könnt. So, und wenn da die Batterie leer ist, dann braucht ihr halt neue. Das heißt, alle Menschen, die eine Taschenlampe zu Hause haben, sollten ausreichend Batterien zur Verfügung haben oder halt Akkus, die ihr aufladen könnt, zum Beispiel über Solarpaneele. So, ansonsten könnte ich hier noch eine Laterne empfehlen, die ja nicht funktioniert. Nur wenn man kurbelt. Das heißt, ihr braucht hier keine Batterie, ihr könnt die ganze Zeit kurbeln. Und wenn sie halt ausgeht, dann kurbel ich halt immer die ganze Zeit nach, damit ich immer ein kleines, süßes, schwaches Licht habe. Ja, wie gesagt, es ist ein sehr schwaches Licht, um damit jetzt zu kochen oder damit jetzt irgendwas zu machen, einen Raum auszuleuchten, das wird wahrscheinlich nichts. Aber das erspart euch die ganzen Akkus und Batterien. Wie gesagt, ihr müsst halt immer sehr viel kurbeln und ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt, in einer Krisensituation zu kurbeln. Das empfehle ich zum Beispiel nicht, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, dass ich davon nicht viel halte. Was ich natürlich auch gut finde, sind Taschenlampen, Kopflampen zum Beispiel, die einmal unterschiedliche Lichtstärken haben. Ihr könnt damit auch den ganzen Raum ausleuchten. Oder halt hier diese rote Funktion haben, ne? Für den dunklen Bereich auch ganz gut. Rotes Licht ist gut für die Augen, wenn ihr zum Beispiel nachts, ne, wenn ihr mal pinkeln gehen wollt oder so, dann nehmt ihr das rote Licht. Das geht nicht so sehr auf die Augen. Das ist sehr gut dann, damit ihr auch im Dunkeln weiter gucken könnt. Ja, dieses weiße Licht, das zehrt wirklich an die Sehstärke nachher, wenn es dunkel ist. Und dann seht ihr erstmal eine Zeit lang nichts. Dann ist alles sozusagen weiß vor euren Augen. Das Gute, was ich hier ansprechen wollte, ist, dass man das aufladen kann mit einer Powerbank und die Powerbank natürlich über ein Solarpanel. Somit könnt ihr dann, solange die Sonne scheint, die Powerbank aufladen und die Powerbank kann dann eure Kopflampe aufladen. Das ist ja ein integrierter Akku, der hier drin ist. Bei solchen alten Taschenlampen hier, da braucht ihr halt immer diese runden, dicken Batterien, die ihr in jedem Discounter kriegt, ja, auch als Akku. Aber auch hier müssen die dann halt irgendwie aufgeladen werden. Und da empfiehlt es sich natürlich, ein Solarpanel zu nehmen, der dann halt die Powerbank auflädt und die Powerbank dann halt eure anderen Geräte, die alle mit USB-Anschluss verbunden werden können. Ja, Kopflampe, sehr empfehlenswert, vor allen Dingen, wenn man in der dunklen Wohnung was sucht. Am besten, ihr habt die immer dort, wo ihr wisst, okay, die liegt dort immer. Zum Beispiel im Flur, aufgehangen am Haken oder so. Oder halt kurz bevor die Tür kommt, dort irgendwo auf dem Regal. So, dann wisst ihr immer, in der Nähe der Tür ist die Lampe und ja, da finde ich auch im Dunkeln hin, knall da vielleicht 6-mal gegen den Tisch oder die Stühle oder gegen einen Balken, aber ihr wisst wenigstens, wo eure Taschenlampe ist. So, und ich sag mal so, so ein Kurbellicht 15, 20 Minuten ist es aus. Eine Taschenlampe innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden ist die aus. So eine Laterne, die brennt, wie gesagt, 18 Stunden habe ich sie durchgehend hier im Tipi getestet und die kann ich auch empfehlen. Kerzen gehen innerhalb von 4 Stunden wieder aus. Und dort immer wieder welche nachzulegen, bringt auch keinen Spaß. Dann doch lieber so eine Laterne, 1, 2 oder 3. Und dann könnt ihr aus unterschiedlichen Perspektiven halt mit dem Licht den ganzen Raum heller machen. So, und somit könnt ihr euch im ganzen Raum orientieren, weil, wie gesagt, diese Laterne ist dimmbar. Also ihr könnt sie hochdrehen und dann wird der ganze Raum heller. Und deswegen finde ich halt diese Laternen richtig klasse.
Diese gibt es auch in teuren Varianten. Die können genau dasselbe machen wie die günstige Variante, aber hier ist die günstige Variante, naja, man kann entweder drei davon kaufen oder eine teure von einer anderen Variante. Im Grunde genommen machen sie alle dasselbe. Sie leuchten und man kann sie dimmen. Ja, so viel erstmal dazu und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich unterstützt ihr mich mit einem Like und könnt damit halt die YouTube-Algorithmen nach oben pushen, damit ich weiterhin wieder gute Videos drehen kann. Das sind die Sachen, die ich verwende und die ich empfehlen kann. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und haut rein. Und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, was ich euch vorstellen soll oder Empfehlungen habt, dann schreibt es ruhig in den Kommentaren.